Alle reden sie immer von KI, Tech-Aktien oder dem S&P 500. Okay, ich auch manchmal, aber die wirklich günstigen Aktien liegen genau vor unserer Nase, nur will sie irgendwie keiner haben. Stattdessen wird immer wieder darüber spekuliert, ob wir uns jetzt in einer KI-Blase befinden oder eben nicht, oder es wird darüber philosophiert, wann dann der nächste Crash kommt. Aber heute gehe ich mal auf eine Gruppe von Aktien ein, über die viel zu selten gesprochen wird und die gleichzeitig auch noch historisch günstig bewertet ist. Das klingt komplett nach Clickbait, aber ich verspreche euch, das ist es nicht. Und ich sage sowieso erstmal Hallo Leute zusammen, mein Name ist Kevin O'Neill und heute geht es um die sogenannten Small Caps. Small Caps sind jedenfalls kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 250 Millionen bis 2 Milliarden Dollar. In der Regel sind das auch eher unbekanntere Unternehmen, die noch nicht so verbreitet sind wie in Apple, Google oder Amazon, sondern noch in der Entwicklungsphase sind. Dadurch haben sie natürlich auch ein extremes Wachstumspotenzial, weil sie noch neue Märkte erschließen können, nicht nur im eigenen Land, sondern auch international. Gleichzeitig besteht dadurch natürlich auch ein gewisses oder ich sag mal sogar ein hohes Risiko, da man noch nicht weiß, welches Unternehmen erfolgreich ist, ob sich das Geschäftsmodell überhaupt wirklich etabliert und in der Regel ist es auch noch so, dass sie keine Gewinne erzielen. Und trotzdem finde ich diesen ganzen Bereich der Small Caps gerade extrem interessant und ich zeige euch auch mal warum. Wenn wir uns mal die allgemeine Bewertung der S&P 600 anschauen, ein Index mit 600 Small Cap Unternehmen in den USA, sehen wir hier das Forward PE Ratio, zu Deutsch das zu erwartende KGV. Hierfür wird der Aktienkurs ins Verhältnis zum erwarteten Gewinn gesetzt und wir erfahren, ob eine Aktie oder eben hier ein Index eher unter- oder aber überbewertet ist. Durch die Zukunftsbewertung besteht hier aber natürlich immer so ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Normalerweise bewegt sich dieser Wert jedenfalls im Bereich von 16 bis 17. Aktuell liegt das Forward-PE-Ratio allerdings bei gerade mal 12. Im Gegensatz zu den Tech-Werten haben wir uns also immer noch nicht vom Bärenmarkt 2022 erholt und liegen gleich auf mit dem Corona-Crash und nur knapp über der sehr niedrigen Bewertung während der Finanzkrise 2008. Das bedeutet, um sich wieder dem historischen Durchschnitt anzugleichen, kann man eine Rendite in Höhe von 35-40% erwarten. Wann das passiert, also wann dieser ganze Bereich wieder steigen wird, das kann natürlich niemand sagen. Aber deswegen bietet sich der sogenannte Dollar-Cost-Average-Effekt an, also auf Deutsch der sogenannte Durchschnittskosteneffekt, um eben von diesen günstigeren Kursen zu profitieren und so lange das günstig einzusammeln, solange die Aktien eben unten am Boden sind. Vor allem aber im direkten Vergleich zum S&P 500 fällt auf, wie die Mid-Cap-Werte hier in Blau oder aber die Small-Cap-Werte in Grün der guten Rendite vom S&P 500 hinterherhinken. Der S&P 600 ist also ein Index mit extremem Nachholpotenzial. Jetzt können aber viele argumentieren, dass es doch an den Zinsen liegt. Schließlich haben die USA mit 5,25% bis 5,5% Leitzinsen, die es seit über 20 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und Small-Cap-Unternehmen, also kleinere Unternehmen, brauchen ja günstigere Zinsen, um günstig an neues Kapital zu kommen, was sie dann wieder investieren können, um weiter zu wachsen. Darum geht es ja schließlich bei Small-Cap-Unternehmen. Aber auch dafür habe ich meine Grafik für euch. So gab es zwischen 2020 und 2022 bei einer 0% Zinspolitik extrem hohe Bewertungen. Und auch zwischen 2010 und 2016 waren die Small Caps eher fair bewertet. Liegt es also doch an den gestiegenen Zinsen? Nicht wirklich. Denn schauen wir etwas weiter zurück, sind wir mit 5,3% Zinsen fast auf demselben Niveau wie 2006 bis 2008. Hier waren Small Caps ebenso fair bewertet, genau wie 2001, als die Zinsen sogar noch höher standen und die Bewertungen der Small Caps sogar eher überbewertet waren. Jetzt aber auf die Suche zu gehen, um sich einzelne Small Cap Unternehmen rauszupicken, die man ins Depot mit aufnimmt, ist eigentlich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Denn wir wissen nie, ob die nächste Finanzierungsrunde klappt oder ob es vielleicht doch irgendwelche negativen News gibt, die noch im Keller schlummern, die wir vorher gerne doch gewusst hätten, bevor wir da rein investiert hätten. So ist es mir auch öfter mal passiert, dass ich mir ordentlich die Finger verbrannt habe bei Small-Cap-Unternehmen, wie zum Beispiel bei Voyager Digital, wo ich auch dachte, das ist das neue Top-Unternehmen. Stattdessen habe ich einen Totalverlust von 4.333 Euro erzielt.
Deswegen kann man in exakt diese 600 Unternehmen mit einem ETF investieren. Und zwar mit dem iShares S&P 500 Small Cap 600 UCITS ETF. Ein ausschüttender ETF mit jährlichen Kosten in Höhe von 0,4%, einem Fondsvolumen von 1,1 Milliarden Euro und einem Auflagedatum von 2008. Der Fokus liegt hier ganz klar auf die USA und die Top 10 Unternehmen machen hier 5,8% aus. Seit Auflage liegt die Performance inklusive Ausschüttung bei 393%, was eine jährliche Rendite von 10,8% ausmacht. Ich persönlich bevorzuge aber den breiter diversifizierteren iShares MSCI World Small Cap ETF. Mit 0,35% TER ist er etwas günstiger, hat mit 2,8 Milliarden Euro ein doppelt so hohes Fondsvolumen und das Auflagedatum war 2018. Der größte Unterschied ist aber die breitere Aufstellung mit 3.377 Positionen statt wie eben 600. Auch liegt der Fokus nicht mehr mit 100% nur auf den USA, sondern man ist hier auch in andere Länder investiert, denn die USA machen hier 58% aus. Auch die Top 10 Unternehmen haben eine geringere Gewichtung von 1,65%. Die Performance seit Auflage beträgt 39,9%, was eine jährliche Rendite von 6,2% ausmacht. Für mich persönlich ist so ein Small Cap ETF auf jeden Fall die perfekte Ergänzung im Portfolio, wenn man jedenfalls so ein paar kleinere Unternehmen mit aufnehmen möchte und vor allem auch gleichzeitig noch ruhig schlafen möchte, ohne eben Albträume zu kriegen, ob das Unternehmen morgen noch existiert oder aber nicht. Und wer kann, wenn man ehrlich ist, schon sagen, was das nächste Alphabet oder das nächste Apple wird? Ich kann es jedenfalls nicht. Und wenn man eben wirklich günstig gerade mit einer Schaufel diese ganzen Unternehmen einsammeln will, dann ist so ein ETF genau das Richtige und gerade bei das wirklich historisch günstig ist, bin ich der Meinung, dass so ein Small Cap ETF für mich jedenfalls einfach ins Depot gehört. Und das ist genau das, was ich jedenfalls in diesem Bereich mit einem Sparplan mache. Und wenn ihr mehr über Themen-ETF wissen wollt, dann klickt doch mal hier rein, da gehe ich ein bisschen mehr auf solche ein. Und wenn ihr neu hier seid auf dem Channel, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut, ciao.